bin der André Brucker, ich bin Präsident vom Verein Skatepark Glarnerland Lind. Ich skate seit 20 Jahren, habe etwa Mitte Primarschule damit angefangen und seitdem das Skateboard nie weggelegt. Den Skatepark habe ich mit meinem Jugendfreund initiiert. Und nach guter Unterstützung von Erwachsenen und einigen grösseren Hürden haben wir ihn dann vor 15 Jahren eröffnen. Was wir mega cool finden als Skatepark ist, dass auch Sportgruppen, vor allem Snowboardfahrer, da hier können wir trainieren, aber auch gleichzeitig für Individuen, die selber trainieren wollen, immer zugänglich ist. Es ist mega wichtig, dass der Skatepark lebt. Wir haben darum Festivals organisiert, aber auch immer wieder neu betoniert. Und dort haben wir jedes Mal finanzielle Unterstützung vom Swisslos bekommen. Aber gerade so wichtig sind auch die Leute, die immer motiviert sind, um mithelfen. Und dass so eine Kultur um den Skatepark entstanden ist, das ist eine der grössten Freuden eigentlich von diesem Projekt. Swisslos hat uns geholfen, den Park zu finanzieren und über die 15 Jahre, die er besteht, zu gestalten.